Die Geschichte von zwei Nationen der Welt von Avatar The Last Airbender haben wir auf diesem Kanal bereits durchgenommen, zwei bleiben noch offen. Daher möchte ich euch heute die Geschichte des Erdkönigreichs näher bringen. Und wie immer in diesem Format stellen wir uns heute die Frage, woher haben die Erdbändiger eigentlich ihre Kräfte erhalten? Wie ist das Königreich zu seiner Größe gekommen? Und welche anderen erwähnungswürdigen Dinge lassen sich sonst noch so in diesem riesigen Land entdecken? Diese und noch weitere Fragen möchte ich im heutigen Video klären. Wenn ihr mehr zu Avatar sehen wollt oder euch Marvel, Star Wars und der ganze andere Nerdkram hier auch interessiert, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Academy. Ich bin Luke, das ist Nerd Factory. Paul ist super und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Geschichte des Erdkönigreichs beginnt, wie auch die der anderen Nationen natürlich, während der Ära von Rawa. Wofür BG und AG, also Zeitangaben, stehen, sollte mittlerweile ja auch jeder wissen. Falls nicht, schaut euch doch die beiden anderen Videos über die Luftnomaden und die Feuernation nochmal an. Per se steht es für Before Genocide und After Genocide der Luftnomaden. Aber zurück zu den Erdbändigern, denn obwohl ihre Geschichte ebenfalls in der Ära von Rawa ihren Anfang nimmt, unterscheidet sich ein Punkt enorm von den anderen Nationen. Normalerweise lebten die Vorfahren der uns bekannten Völker in Avatar auf den Panzern der riesigen Löwenschildkröten. Die Menschen sind halt irgendwann in die Existenz gekommen, haben so gemerkt, oh, pff, ganz schön scheiße hier überall auf dem normalen Boden und haben sich dann auf die Schildkröten begeben. Nicht so die Vorfahren des Erdkönigreichs, zumindest nicht alle. Viele lebten nämlich bereits auf dem Gebiet des späteren Erdkönigreichs, das damals noch aus den Spirit Wilds bestand. Durch ihre außergewöhnlichen Lebensumstände entwickelten sie verschiedene Überlebensstrategien. Ein Teil versuchte so lange an einem Ort zu bleiben, wie es ihnen nur möglich war. Ein anderer Teil begann auf den Rücken der Löwenschildkröten auch Städte zu errichten. Von denen erhielten sie, wie jedes andere Volk auch, ihre Fähigkeiten, Erde und Steine zu bändigen. Da nicht alle in die Städte zogen, gab es weiterhin einige Zusammenschlüsse, die in nomadenartigen Gruppen umherzogen. Eine dieser Nomadengruppen schaffte es sogar gemeinsam mit dem Geist Tianhai, eine Stadt zu errichten. Diese Stadt war der Grundstein für das spätere westliche Erdkönigreich. Die zu dieser Zeit entstehenden Bräuche und Lebensarten gingen ebenfalls in die Kultur des Erdkönigreichs über. Vor allem die typische Bauweise der Häuser und extrem gut abgesicherte Festungen, wie sie eben dann auch auf dem Panzer der Lion Turtles entstanden, setzten sich in den späteren Jahren durch. Nachdem Avatar waren die Portale in die Geisterwelt verschlossen, hatte, sich die riesigen Schildkröten nach und nach immer mehr zurückzogen und von ihrer Rolle als Beschützer der Menschen verabschiedeten, begannen die Vorfahren des Erdkönigreichs erste Städte auf dem Land zu errichten. Durch die nun nicht mehr existente Gefahr wilder Geister siedelten auch die nomadenartigen umherziehenden Gruppen der Erdkönigreichsbewohner an festen Orten. Die Menschen schlossen sich allerdings nicht von Anfang an in einem ganzen Königreich zusammen, sondern bestanden zunächst weiter als getrennte, voneinander unabhängige einzelne Gruppen. Und wie das so bei Menschen ist, findet sich eine Gruppe ja irgendwann besser als eine andere, wodurch die ersten Kriege dann ausbrachen. In dieser Zeit und vermutlich durch die Konflikte befeuert, oder sollte ich sagen, beerdigt, wurden auch für die Erdbändiger klassischen riesigen Münzen erfunden, mit welchen sie gegeneinander kämpften. In einem dieser Kämpfe starb dann auch Wan, als er versuchte, zwischen rivalisierenden Parteien einzugreifen. Im Gegensatz zu den anderen Nationen, die aus einer zusammenhängenden Kultur hervorgingen, bestand das Erdkönigreich aus vielen verschiedenen Gruppen, sodass einzelne Kulturen und Ethnien für ihr eigenes Fortbestehen kämpfen mussten und ihre Unabhängigkeit verteidigen wollten. Eine von diesen eigenständigen Gruppen fand sich im Nordosten. Dort gruben Erdbändiger eine unterirdische Siedlung, während sie das kleine versteckte Dorf erweiterten, entdeckten sie wunderschöne, leuchtende Kristalle und begannen diese abzubauen. Und einige werden es sich schon denken können, natürlich handelt es sich dabei um die Crystal Catacombs unter Ba Sing Se. Diese Kristalle wurden schnell zu einer gängigen Lichtquelle im gesamten Land. Durch den Handel mit den leuchtenden Steinen konnte die Untergrundsiedlung wachsen und gedeihen, bis die Bewohner schließlich ihre Höhle verließen und an die Oberfläche zogen. Es dauerte auch nicht lang und Ba Sing Se wurde zu einer gigantischen Metropole. Die Stadt wurde zwar immer wieder attackiert, konnte dank seiner strategisch gut gelegenen Position aber stets erfolgreich verteidigt werden. Zeitlich befinden wir uns jetzt übrigens ungefähr irgendwo zwischen 345 BG und 830 BG. Das ist in der Geschichte des Erdkönigreichs nicht immer
ganz einfach herauszufinden, wann jetzt genau was passiert ist. Etwa in derselben Zeitspanne, in der die ersten Menschen die Crystal Catacombs entdeckten, handelten und Ba Sing Se gründeten, lernten weiter im Südwesten Omar und Shu das Erdbändigen von den Dachsmaulwürfen. Nachdem Shu im Krieg zwischen den Heimatdörfern gefallen war, gründete Omar die Stadt Omar Shu, welche schnell zu einem mächtigen Stadtstaat heranwuchs. Die erste Stadt, die unter Aufsicht des Geistes Tian Hai errichtet wurde, entwickelte sich ebenfalls prächtig. Weiter im Süden erreichten die ersten Erdbändiger Nomaden die Si Wong-Wüste, lernten das Sandbändigen und wurden zu den Sandbändiger-Stämmen. Einzig die Beetle-Headed Merchants, also diese seltsamen Typen mit den Käferhüten, hatten in der Wüste bereits ihr Zuhause gefunden und bereisten sie für die nächsten Jahrzehnte. Ba Sing Se wuchs und wuchs und wuchs. Immer mehr Menschen zogen in die große Stadt und nach vereinten die einzelnen Könige der Stadt die umliegenden Königreiche. Und wer sich nicht vereinen lassen wollte, der wurde schlichtweg unterworfen. Ba Sing Se hatte mittlerweile eine Stellung erreicht, in welcher es eigentlich keinen Sinn mehr machte, sich dem herrschenden König irgendwie zu widersetzen. Ein unbekannter Herrscher Ba Sing Ses beendete schließlich dann die Vereinigungskriege und krönte sich selbst zum ersten großen Monarchen des Erdkönigreichs. Trotz der Größe und Macht waren auch die späteren Herrscher nicht dazu in der Lage, ein zentralistisches, geschweige denn autoritäres Regime über das gesamte Erdkönigreich zu etablieren. Dieses Königreich war schlichtweg zu groß, um es von einer Stelle zentral regieren zu können. Also etablierte man eine konföderale Monarchie. Das Königreich wurde in semi-autonome Provinzen unterteilt, die dann dennoch unter der Kappe von Ba Sing Ses Herrscher standen. Vollständige Kontrolle hatte allerdings nie irgendjemand. Einerseits waren manche Regionen einfach viel zu weit entfernt und zu schwierig zu regieren, wie die Si Wong-Büste. Andere Gegenden waren einfach auch nicht wirklich bedeutend. Das Fehlen einer einheitlichen Kontrolle führte auch dazu, dass überall im Land verteilt einzelne Gruppen Gesetzesloser auftauchten. Sie wurden unter dem Namen Dao Fei bekannt, entwickelten eine eigene Kultur und Verhaltenskodex. Es ist jetzt nicht so, dass die im Geheimen agierten. Die Könige wussten durchaus darüber Bescheid, empfanden die Lage meist aber nicht als wirklich wichtig genug. Sie hielten sich und ihre Macht in Ba Sing Se und unternahmen eigentlich nichts. In der Zeit, in der die Dao Fei auf die Bildfläche kamen, trat auch noch eine andere Gruppe ins Licht. Eine Gruppe, über die wir auf diesem Kanal sogar schon einmal gesprochen haben und die man in diesem Video vielleicht gar nicht so als Teil der Geschichte erwarten würde. Der Banti Tribe erreichte das Erdkönigreich. Okay, also nicht der gesamte Banti Tribe klopfte jetzt an die Haustür des Erdkönigreichs. Es war eine Splittergruppe, die das Königreich erreichte und zu den ersten Erdweisen des Landes wurde. Tragischerweise dauerte es nicht lang, bis auch sie von ihren spirituellen Wegen abkamen und immer größer werdendes Interesse an Macht und Einfluss entwickelt. Das spielte der anwachsenden Korruption im Königreich selbst sehr in die Karten, wie sich auch schon später noch zeigen sollte. Dennoch erlebte das Kernkönigreich eine Zeit des Wohlstands. Viele Avatare pflegten gute Beziehungen zum jeweiligen Erdkönig. Doch mit dem Tod von Avatar Kuruk im Jahre 312 BG kam es zum ersten großen Bruch des riesigen Reiches, denn niemand hatte eine Ahnung, wer der nächste Avatar sein könnte. Machthungrige Menschen, Rebellen und Kriminelle wurden überall im Land mutiger und dreister in ihrem Vorgehen. Langsam aber sicher versank dieses bisher so große Königreich im Chaos. Einige der Dao Fei durchzogen das Land mit ihren fanatischen spirituellen Ansichten und ließen nichts als Chaos und Verwüstung zurück. Andere Gruppen nahmen das Zepter wiederum selbst in die Hand und versuchten in brutalen Revierkämpfen für Ruhe zu sorgen. Das Erdkönigreich bröckelte an allen Ecken und Enden. Gerade die äußersten Provinzen wurden fast vollständig sich selbst überlassen. Die Regierung war so unterwandert von Leuten, die korrupt und nur sich selbst am nächsten waren, dass niemand sich in der Pflicht sah, etwas zu unternehmen. Bisschen wie Amerika. Am Ende war es vermutlich das Eingreifen von Kuruks ehemaligen erdbändiger Lehrer Jian Zhu, welcher ein weitreichendes politisches Netzwerk spannte, um einen vollständigen Zusammenbruch zu verhindern. Er belohnte seine Verbündeten einerseits enorm, war andererseits aber auch unbarmherzig den Kriminellen gegenüber und tötete Anhänger der Dao Fei ohne zu zögern. Politische Gegner wurden kurzerhand ausgeschlachtet. Im frühen 3. Jahrhundert BG regierte er über weite Teile des Landes. Er erklärte außerdem einen Jungen namens Yun als nächsten Avatar, was sich jedoch bald als falsch herausstellen sollte, da sich kurz danach offenbarte, dass der wirkliche Avatar ein Dienstmädchen Kyoshi war. Sie ergriff die Flucht und schloss sich den Überresten der Flying Opera Company an, die einflussreichste und größte Dao Fei-Organisation, bis Jian Zhu alle nacheinander zerschlug. Er versuchte Kyoshi ausfindig zu machen und die Kontrolle über sie zu gewinnen, da er darauf hoffte, sie zum idealen Avatar zu machen. Die Jagd nach dem Avatar schwächte Jian Zhu allerdings so sehr, dass seine Gegner die Gunst der Stunde nutzten und ihn schließlich ausschalteten. Ihr merkt schon, das Erdkönigreich, das war lange Zeit ein ewiges Auf und Ab. Und dabei sind wir noch nicht einmal ansatzweise in der Zeit von Aang angelangt.
Wenn ihr Lust auf noch mehr Nerdkram, Gespräche über Avatar etc. habt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Über den ersten Link kommt ihr zu meinem Patreon, wo ihr mich mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen könnt. Und um euch dafür ein bisschen was zurückzugeben, haben wir da erst kürzlich einiges überarbeitet. Zum Beispiel erhalten meine Patreons einen Tag früher Zugriff auf den jetzt wieder erscheinenden Podcast, der jede Woche erscheint. Außerdem kommen alle meine Videos dort ebenfalls ohne Werbung noch einmal hochgeladen, also ohne dieses Segment hier. Selbst diesen kleinen Part hier, wie gesagt, werdet ihr auf Patreon einfach nicht finden. Oder Abo-Werbung oder sowas. Also schaut jetzt vorbei, hier geht's jetzt weiter mit dem Video und wir gehen zurück zu den Erdmännern, Erdmännchen. Die andauernden Unruhen veranlassten den 46. Erdkönig dazu, den Versuch zu starten, das Königreich in eine absolute Monarchie mit ihm als einzigen König umzuwandeln. Das sorgte, oh Wunder, für sehr starken Unmut in der Bevölkerung. Ein bestimmter Warlord war von den Versuchen des Königs absolut nicht begeistert und so mobilisierte er seine Armee, um gegen ihn vorzugehen. Sein Name wird vielen von euch bekannt sein. Qin, später bekannt als Qin, der Eroberer. Der König hatte keine Chance gegen Qin. Nach und nach eroberte er das ganze Königreich. Selbst Omar Shu fiel in seinen Besitz. Am Ende waren da nur noch Ba Sing Se und die Halbinsel, von welcher Kiyoshi abstammte, übrig. Was jetzt folgt, das ist Avatar 1x1. Qin versuchte Kiyoshi dazu zu zwingen, die Halbinsel ebenfalls in seinen Herrschaftsbereich fallen zu lassen. Das Ergebnis: Kiyoshi trennte die Halbinsel vom Festland ab, wobei Qin in den entstehenden Abgrund stürzte und starb. Jahre später sollte Aang für diese Aktion dann beinahe in Öl gekocht werden, weil die vorherige Inkarnation das gemacht hat. Und so nahm Qins Eroberungszug ein Ende und der Erdkönig konnte ohne Bedenken weiter so regieren, von Ba Sing Se aus. Naja, also jetzt nicht so ganz. Die Unfähigkeit, mit einer Bedrohung wie Qin umzugehen, resultierte darin, dass die Bürger auch einfach gar keinen Bock mehr auf diesen König hatten. Überhaupt empfanden sie die Monarchie als ein sehr veraltetes System, das nichts anderes tat, als sie zu unterdrücken. Es kam also zum Bürgeraufstand in Ba Sing Se. Kiyoshi riet dem Erdkönig, einer neuen Verfassung zuzustimmen, die seinen Einfluss schmälerte und den der Bürger erhöhte. Im Gegenzug erschuf Kiyoshi den Dai Li, der quasi als Geheimdienst dafür sorgen sollte, dass die Interessen des Königs weiterhin durchgesetzt werden. Die Bürgerproteste nahmen also schnell wieder ein Ende. Allerdings dankte bald darauf schon der König ab und wurde von Yi Ming abgelöst. Er war ein weitsichtigerer König, der zum Beispiel auch den Bau von Ba Sing Ses Monobahn veranlasste. Dennoch gab es ein Problem, was in ferner Zukunft in nahezu absoluter Anarchie enden sollte. Nach dem 46. Erdkönig kümmerte sich kein Monarch mehr darum, wieder mehr Macht an sich zu nehmen. Zu großen Teilen überließen sie diese Arbeit einfach den Bürokraten und dem Dai Li. Unter den Bürokraten gab es immer noch viel Korruption. Jeder war sich selbst der Nächste und man hatte eigentlich nur das eigene Wohlergehen im Kopf. Eine Kette von Zusammenhängen, die später genau zu dem führte, was wir in der Serie dann gesehen haben, dem Fall des Erdkönigreichs. Als Zuzin seinen ersten Schlag gegen das Erdkönigreich vollzog, Städte einnahm und die eroberten Gebiete in Kolonien umwandelte, bewies die Führung erneut, dass sie ihr eigenes Land nicht wirklich verteidigen konnte. Erst Avatar Rokus Eingreifen führte zum Stopp der Brandheisen-Expansion. Vom Todesjahr zu Zuzins 20 AG bis ins Jahr 79 AG hatte die Feuernation einen Großteil des Westens und Nordwestens des Erdkönigreichs eingenommen. Ba Sing Se wurde von Tausenden von Flüchtlingen geflutet. Nur wenige Festungen konnten sich noch gegen die Invasoren einsetzen. Omar Shu und Ba Sing Se waren wortwörtlich die letzten Bastionen des Erdkönigreichs. Einen letzten Schlag, bevor das Erdkönigreich dann vollkommen zusammenbrach, begann im Jahr 94 AG als General Iroh. Ja, damals war der freundliche Teetrinker noch ein aufstrebender Militärmann, 600 Tage lang die Mauern der Stadt Ba Sing Se belagerte. Und nur durch den Tod seines Sohnes kam er zu dem Schluss, wie sinnlos Krieg eigentlich ist, und zog alle Truppen ab. Die Moral innerhalb der Stadt, die sank auf einen Tiefpunkt, da die Bürger akzeptieren mussten, dass ihre Mauer vielleicht gar nicht so undurchdringbar war, wie immer bisher gedacht wurde. Und nachdem auch Omar Shu an die Feuernation übergegangen war, gab es in der Hauptstadt zwar noch einen Lichtblick, weil Aang und seine Freunde die Verschwörung um Long Feng und den Dai Li aufdecken, doch ihre Freude war nicht von Dauer. Azula, Tochter von Feuerlord Ozai, hatte mit ihren Freundinnen die Stadt infiltriert und innerhalb kürzester Zeit
Zeit dafür gesorgt, die Macht an sich zu reißen. Die Feuernation nutzte seine nun perfekte Lage, um auch den Rest des Erdkönigreichs zu erobern. Doch dessen Bürger gaben nicht auf. Immer wieder kam es zu Revolten, Überbleibsel der Erdkönigreich-Militärs widersetzten sich etc. etc. Und schließlich schaffte Avatar Aang es, den Feuerlord dann zu besiegen und das Harmony Restoration Movement gemeinsam mit Feuerlord Zuko zu beginnen. Nach und nach wurde das Erdkönigreich von den Kolonien wieder befreit. Probleme gab es jedoch in den Gegenden, in denen sich die allerersten Kolonien befanden. Die Städte hier waren bereits über 100 Jahre alt und ihre Bewohner entsprechend fest mit dem Ort und der Kultur verwurzelt. Sie waren beides, Feuernation und Erdkönigreich. Etwas vollkommen Neues. Aus diesen besonderen Orten wurden nach vielem Beraten zwischen dem Erdkönig, Feuerlord Zuko und Avatar Aang die United Republic of Nations gegründet. Scheint fast so, als wäre danach alles geregelt. Leider hatte die Tochter des Erdkönigs andere Vorstellungen davon, wie man mit seiner Macht umgehen kann. Sie überarbeitete viele Gesetze ihres Vaters und zog es vor, als Autokratin mit Blick auf ihr eigenes Wohlergehen zu herrschen. Viele Teile des Königreiches litten durch ihre Herrschaft erneut unter Armut und Hunger. Doch statt sich um ihr leidendes Volk zu kümmern, nutzte sie den Dai Li dazu, um Andersdenkende auszuschalten. Ihre totalitäre Vorgehensweise ließ sie in den Fokus des Roten Lotus rücken, was schließlich in ihrer Ermordung durch den Anführer dieser Organisation, Zaher, resultierte. Man könnte jetzt meinen, dass es dem Erdkönigreich vielleicht gut getan hätte, endlich ohne einen unfähigen Anführer an der Spitze dazustehen. Allerdings hatte die Erdkönigin während ihrer Amtszeit der Bürokratie sämtliche Macht entzogen. Dementsprechend gab es jetzt auch gar keinen mehr, der das Land führen konnte. Das Erdkönigreich, namentlich aber vor allem Ba Sing Se, ging in kompletter Anarchie unter. Doch wir sind noch nicht am Ende angelangt, denn vielleicht war es genau dieser Hard Reset, den die eigentlich doch ganz netten Erdbändiger am Ende einfach für sich braucht. Die Anführerin der anderen Nationen waren sich einig darüber, dass das Machtvakuum im Erdkönigreich wieder gefüllt werden müsse. Der Neffe der ermordeten Erdkönigin war dazu allerdings noch nicht wirklich in der Lage. So entschied man sich, Suyin Beifong, Gründerin und Anführerin der Stadt Cao Fu und Tochter von Toph Beifong, an die leere Stelle zu setzen. Über Cao Fu und die Metallbändiger werde ich nochmal ein gesondertes Video machen, da die ja auch irgendwie Geschichte des Erdkönigreichs sind, aber ein ganz spezieller Fall. Suyin lehnte die Position allerdings ab. An ihre Stelle trat Kuvira. Sie war die Anführerin der Cao Fu Wache, versammelte mehrere einflussreiche Bewohner aus Cao Fu sowie den gesamten Sicherheitsdienst um sich und brachte dann die Stabilität nach Ba Sing Se. Ihr Erfolg veranlasste die Anführer der anderen Nationen dazu, ihr auch die Vereinigung des restlichen Königreiches zu überlassen. Mit enormem Erfolg tat Kuvira genau das. Sie vergrößerte ihre Armee, sorgte für Recht und Ordnung und war unter den Bürgern bald als Great Uniter, also große Vereinigerin, bekannt. Je mehr Erfolg sie bei ihrer Mission hatte, umso mehr legte sie ein totalitäres Verhaltensmuster an den Tag. Die Regionen, die sich ihr anschlossen, erhielten zwar Ressourcen, Nahrung und militärischen Schutz, verloren dafür jedoch vollständig ihre Unabhängigkeit. Kam es zu Überfällen durch Banditen, bekamen nur jene Hilfe, die sich Kuvira unterwarfen. Das Erdkönigreich wurde in Erdimperium umbenannt. Am Ende ging sie dann so weit, dass sie auch die Herrschaft über die Gebiete der United Nations haben wollte. Sie begründete den Anspruch damit, dass die Republic das Gebiet unrechtmäßig dem Besitz des Imperiums entrissen hatte. Avatar Korra konnte sie zum Glück aufhalten, bevor sie die Hauptstadt Republic City komplett dem Erdboden gleichmachen konnte. Und wo steht das Erdkönigreich denn nun? Der Neffe der letzten Erdkönigin, Prinz Wu, trat seine Regentschaft an. Die Monarchie wurde wiederhergestellt, jedoch mit einigen Änderungen und Zusätzen. Er hielt eine Abschaffung der Monarchie für sehr sinnvoll. An dessen Stelle sollten mehrere einzelne Staaten mit demokratisch gewählten Anführern treten, da eine Monarchie sich jedoch nicht über Nacht in eine Demokratie verwandeln ließe, überließ er die Entscheidung im Prinzip auch seinen Bürgern, was potenziell genau wieder ist, dass er über Nacht die Demokratie einführte. Die Monarchie per se sollte bestehen bleiben, jeder Staat sollte dann Wahlen abhalten, sobald die Bürger bereit dafür waren. Er würde so lange König bleiben, bis alle Staaten gewählt hatten, ganz egal, wie lange es dauern würde. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine halbwegs grobe Vorstellung über die Geschichte des Erdkönigreichs. Was gibt's denn noch so Geschichten aus der Welt von Avatar, die ihr gerne hören wollt? Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten habt ihr jetzt hier noch den Abo-Knopf und ein weiteres Avatar-Video über die Feuernation. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Rinjahan.